Ich bin heute in Lauchringen, Nähe der Schweizer Grenze. Und hier ist jeden Donnerstag der Wochenmarkt. Und auf dem arbeitet ein italienischer Standbesitzer, Franco Santoro. Und der soll es so richtig verdient haben. Zumindest hat mir das die Corinna geschrieben, die auch auf dem Markt arbeitet. Und die gehe ich jetzt mal besuchen. Ich habe mir noch Verstärkung geholt. Das ist die Nina. Nina, hallo. Die Frau vom Franco. Nein, das ist ja super. Nimm Platz. Ja, was ist denn der Franco für ein Typ? Super Typ eigentlich, aber veräppelt die Leute wirklich ungemein. Und was macht, du hast ja geschrieben, was macht er denn auf dem Wochenmarkt so? Ich richte für meine Kunden Probierwurst. Was macht er? Kommt zu mir rüber, schiebt die Kunde beiseite, nimmt die Wurst, versucht und sagt, also die Wurst schmeckt beschissen. Das macht man nicht. Und das ist nicht korrekt. Ich habe eine ganz gute Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir nächste Woche auf dem Wochenmarkt hier in Lauching einen Stand direkt neben Frankos Stand stellen, auch mit italienischer Feinkost? Super. Nur mein Verkäufer ist nicht aus Italien, der kommt aus Thüringen. Klasse. Und die Preise sind im Cent-Bereich. Ja, das ist cool? Super, das ist cool. Das machen wir für dich. Jawohl. Also auf nach Lauchringen. Hier auf diesem Platz findet der Wochenmarkt statt. Unser Lockvogel Gunther rollt an mit einem Stand für italienische Feinkost, einem eingespielten Team und einer Dauergenehmigung vom Bürgermeister. Ja, yes. Roberto, für 3 Jahre richtig tolle Geschäfte. Kurz darauf kommt Franco Santoro auf den Platz. Er denkt, alles läuft heute wie immer. Aber dann begrüßt ihn der neue Konkurrent. Ich bin für 3 Jahre jetzt hier. Ah, okay. Und was bietest du an? Italienische Spezialitäten. Wir bieten auch italienisch an. Okay. Na? Einen guten Schinken, gute Salami. Italienische Schinken und Käse. Italienischen Schinken, Käse, Oliven. Und dann gerade neben mir. Ja, wir haben den Stand hier bekommen. Ah, okay. Nach der ersten Überraschung wird aufgebaut. Jeder kümmert sich um seinen Stand. Aber dann treibt Franco die Neugier doch rüber zu seinem neuen Nachbarn. Ja, ja, sicher. Und grillen tun auch. Ja. Ja, und grillen, dort grillen tun wir auch, ja klar. Angebot ist gut? Ist okay. Ist okay. Ja, bei dir sieht es auch fast so aus, ne? Ja, krass. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Und es soll ja eigentlich, wie ich gehört habe, mit dem Bürgermeister gesprochen, ganz gut laufen so. Bürgermeister. Okay. Na, wir müssen noch was schaffen, ne? Man sieht sich. Ja, Santoro, hallo. Kann ich mal Bürgermeister sprechen? Thomas Schäuble? Ja, sorry, Thomas. Ich bin Franco. Hi. Was gibt's? Halte aber bitte kurz durch. Ich bin in einer wichtigen Sitzung. Du, Thomas, kurze Frage. Neben mir ist jetzt ein Stand. Der verkauft auch italienische Produkte. Ja, was ist denn das Problem? 2 mit italienischen Produkten ist natürlich wegen des Preissegments. Finde ich gar nicht. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, klar. Ja. Ist der andere dann billiger wie du? Nee, Preis muss ich noch gucken. Weiß ich nicht. Hab jetzt noch nicht geschaut. Franco, da muss jetzt einfach mal durch. Sei ein richtiger Italiener. Ja, danke schön. Gell? Okay, ciao. Machen wir die Preise hier. Man muss ja sehen, dass wir günstig sind. Sonst ziehen es die Leute ja nicht. Heute sind alle Salamis, alle Schinken für 99 Cent heute hier. Natürlich auch der Käse. Italienische Wochen. 99 Cent, was hast du gesagt mit 2,70 Euro? Ah ja, jetzt aber. Und 3 Jahre lang jedes Salami 100 Gramm 99. Ja, natürlich. Wie soll das funktionieren? Kommt nur drauf an, wie ich die Ware bekomme. Vielleicht kriege ich manchmal noch ein bisschen günstiger. Okay. Gut. Du? Glaubst du, gerade ein Froschbier? Nein, du trinkst jetzt kein Froschbier. Eben, das hat man fast gedacht, dass du das jetzt gerade sagst, aber vergiss es einfach. Heute frische Bratwurst aus Thüringen. Du, 50 Cent verkauft er sie. Was? Die Wurst. Die Wurst? Ja. Das haben wir nicht gehabt. Habst du es gerade gesehen? Mit dem Wecker, 50 Cent. Heute frische Bratwurst aus Thüringen. 50 Cent! Ein Thüringer ist es. Ein Gosch hätte. Mensch, da bin ich heilig. Ja, das ist ja unmöglich. Die erste Kunde mit einer Großbestellung. Heute Abend ist Party. Roberto, das machst du super. Aber ich schwätze auf 10. Ich bin aber gerade auf den Sack. Bei den Umsatz. Das ist aber sehr nett. Umsatz, da trage ich es gern für die Dame ins Auto. Oh, bei Franco läuft's nicht.
klar, denn wir haben nicht nur alle Standbesitzer, sondern auch die Stammkunden eingeweiht. 99 Cent will er für alles. 99 Cent für Käse, Schinken und Salami. Und Grillwurst verkauft er auch noch. 50 Cent. 50 Cent. Also jetzt, ich hab... Schönen guten Tag. Hallo. Darf ich Ihnen ein Gläschen Prosecco reichen? Total gern. Und kommen Sie doch einfach auch mal rüber, gucken Sie doch mal. Ich gehe mal spionieren, ich gehe mal schauen, ich gehe mal schauen, ja. Und die kauft jetzt drüber, oder? Ja, super. Ja. Die Stammkunden abspenstig machen, das kann Franco sich natürlich nicht gefallen lassen. Das ist dein Bereich. Ja. Und das ist mein Bereich. Ja. Und wenn Kundschaft bei mir drüber ist, nicht bei mir drüber. Ja, okay. Okay. Einverstanden. Einfach ganz klar. Ich komme nicht wieder vor, okay? Hallo, guten Tag. Hallo. Ich hätte gern 800 Gramm Parmaschinken. Aber bitte schneiden Sie mir das ganz fein, ja? Danke. 800 Gramm. Na, endlich geht auch bei Franco was. Aber leider nicht lange. Denn unser Gunther kontrolliert Frankos Stromversorgung. Hab keinen Strom. Ist was nicht in Ordnung bei Ihnen? Alex. So, lass mich mal. Rot einschalten, Herr von Toro. Nee, war nicht eingeschaltet. Schau. Geht. Das machst du gerade mal die Kundin fertig, oder? Na, jetzt aber ein bisschen Avanti. Früher war Franco ein großer Aufschneider, aber heute hat ihn Gunther fest im Griff. Aber Franco, oder Mo? Die Maschine merkt, dass du nervös bist, glaube ich. Kann klar, Busser Fox. Guck. Schatz. Was, Schatz? Das habe ich auch gemacht. Ah ja, aber dann halt nicht so wie ich. Jetzt ist gut. Du musst mit der Maschine wie mit der Frau umgehen. Aber wenn das jetzt so lange dauert, dann schaue ich bei dem Herrn hier drüben dabei, wenn das für ihn so lange dauert. Der hat bestimmt auch Parmaschinken, nehme ich an, oder? Danke trotzdem. Tschüss. Na, so schnell geht es. 800 Gramm, 8 Euro, super. Wunderbar. Tschüss. Schönen Mittag, tschüss. Ja. Das Geschäft läuft genau wie geplant. Lange Schlangen und jede Menge Kundschaft bei Gunther. Und ein langes Gesicht bei Franco. Pro-Spiel machen, Pro-Spiel. Wem gehört der Stand? Der gehört mir. Okay. Gesundheitsamt, Schimmelpfennig, Lebensmittelüberwachung. Darf ich kurz mal reinkommen? Ich schaue mich mal ein bisschen um, kleinen Moment. Naja, wer trinkt hier Bier? Ich habe gerade ein Frischbier. Einfach, ich habe eine trockene Kehle. Deswegen. Kommen Sie mal mit raus, bitte. Sie wissen, was los ist. Sie sagen es mir bestimmt jetzt. Schauen Sie mal da hinten, der Kollege, schauen Sie mal rechts rein, die machen das vorbildlich. Und warum stehen Sie ohne Kappe? Ich habe kurze Haare und von dem her ist es ein überflüssig, sehe ich noch. Gut. Gucken Sie, hier ist eine Mütze für den Herrn. Ja. Können Sie die bitte gleich mal aufsetzen? Da ist ja noch nicht so lange im Geschäft, da kann es vielleicht auch nicht wissen. So. Vielen Dank. Ja. So, die Mütze bitte. Gutes Geschäft noch. Sie müssen den Stand jetzt sofort schließen. Sie bauen den Stand hier ab. Und bauen ihn einfach woanders auf. Und zwar würde ich sagen, in Freiburg. In Freiburg. In Freiburg. Direkt an der Messe. 20.15 Uhr in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß. Franco, jetzt haben wir dich an der Arsch. Und jetzt haben wir dich an der Arsch.